Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit Angmar. Genau. So, und jetzt schauen wir uns hier das mal ganz kurz an. Sieht doch ziemlich gut aus. Ich check nur noch mal kurz was. Ja, wunderbar. Müsste alles funktioniert haben. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das ausprobiere. Eine Menge hin und her Schalterei. Aber ich denke, das ist es wert. Ein Freund von mir hat nämlich, wie ihr unschwer sehen konntet, hoffe ich, ein neues Overlay gebastelt für, wenn ich mal streamen sollte. Was bei StarCraft ab und zu mal vorkommt. Letzte Zeit nicht so, aber insgesamt ab und zu mal. Diese Offscreens. Sprich, wenn ich gerade nicht im Game bin, nicht im Game suchend bin, dann kann ich da hinschalten. Und ja, dann dachte ich mir, hey, für die Überleitung nehme ich das jetzt einfach mal. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt von schwarz auf den Screen und dann überleiten soll, das weiß ich noch nicht. Oder ob ich das in Zukunft anders mache, dass ich direkt boom da bin. Da wäre es gut, wenn ihr mir mal sagt, was euch lieber ist oder was ihr denkt, das professioneller ist. Also wenn ich von schwarz überblende oder wenn das Video sofort mit dem neuen Bild, das ihr jetzt gesehen habt, anfängt. Wäre mal interessant zu wissen. Was ich dann mache, weiß ich noch nicht. Sehe ich dann vielleicht mache ich auch etwas, was ihr mir gar nicht vorschlagt. Mal gucken. Muss ich mal sehen. Auf jeden Fall wird das hier ein totales Desaster. Die Festung werde ich mit Sicherheit nicht halten können. Also ich wüsste beim besten Willen nicht wie. Keine Ahnung. Jetzt muss ich nur ganz kurz nochmal was gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ja. Hätte ich zwei Monitore, wäre das alles ein bisschen besser. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Leute auf dieser Welt, die noch nicht zwei Monitore haben. Aber na gut. So, ich baue jetzt extra nah an der Festung. Das muss sein. Ein paar Kampftürme. So, ich schau mal, ob ich das verteidigen kann. Es wäre möglich, dass das funktioniert. Und schaut's mal, wie viele Punkte ich auf einmal habe. Ist ja gar nicht mal so schlecht. So, hier noch ein Kampfturm. Kann ich einen Held bauen? Nein, kann ich nicht. Keine toten Helden vorhanden. Vielleicht sollte ich mir... Das ist halt die Frage, hole ich mir jetzt den Vorposten oder das Leuchtfeuer? Aber ich glaube, ich hole mir jetzt den Vorposten. Und dann das Leuchtfeuer. Jetzt müssen wir mal gucken. Da gehen wir bitte außen rum. Ja. Okay. Passt. So, und dann hier noch eine Mühle. Ist jetzt natürlich lang nicht optimal. Aber ich will, dass die halbwegs geschützt sind, weil ich hab bloß diese Festung und das war's. Mehr habe ich nicht. Ein Düsterwolf-Zwinger könnte ich noch bauen. Die sind nämlich super nützlich gegen Nahkämpfer. Aber der ist halt sehr teuer. Und deswegen... Ich glaube, das überleben die... Oh Gott, nee. Keine Chance. Dann kriege ich also gar nichts. Okay. Das ist natürlich jetzt sehr schlecht. So, dann bauen wir jetzt hier mal eine Mühle. Da kommen sie auch schon. Oh mein Gott. Okay, vergiss die Mühle. Düsterwolfzwinger. Wenn da so viel Zeug kommt. Vielleicht sollten wir erst... Ah ne, das dauert zu lang. Ich glaube, das kann ich ums Verrecken nicht halten. Ich wüsste nicht wie. Gibt's euch, wie viel Schaden der auf die Festung macht? Ist ja abartig. So, die Düsterwölfe sind fertig, machen jetzt hier aber nicht viel. Da ist der Nazgul. Der muss halt zuallererst weg. Das ist das Problem. Und die Festung wird das nicht lang halten. Nee. Ohne Upgrades, ohne Verstärkungen ist so eine Festung ziemlich nutzlos. Die hält nicht viel aus, die Festung, ne? Die hat nicht viel ausgehalten. Also der hat mich komplett zerberstet. Keine Chance da. Aber na gut.
Ich muss halt die Menschen immer noch bezwingen und das wird nicht leicht, weil er hier noch was hat, wo ich nicht hinkomme. Ah ne, warte, warte, warte. Festung. Auch wenn die Festung an und für sich gerade nicht so viel gebracht hat, bauen wir da trotzdem eine Festung. So. Festung, Festung, Festung. Okay, der geht dahin. Der geht dahin. Die gehen... Moment. Wie macht man das jetzt am besten? Die gehen dahin. Wo habe ich denn mehr Truppen? Ich glaube... Das mache ich so. Ja. Ich glaube, das müsste passen. Da habe ich hier eine Menge Truppen mit Festung. Hier habe ich eine Festung mit ganz wenig Truppen. Aber in der Schmiede. Ist auch nicht schlecht. So, der geht dahin, der geht dahin. Wenn ich die jetzt vernichte und alle Länder halt, was unwahrscheinlich ist, aber kannst du mal probieren. Wäre das gar nicht so schlecht. Ich könnte allerdings auch... Nee, ich muss da runter. Ich muss... Obwohl, da kann ich mir Zeit lassen. Jetzt lasst uns das mal ein bisschen klüger machen. Und das so vernichten. Ja. Genau. Genau. Dann hat er dieses Land noch. Und das war's. Und halt hier unten. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz abspeichern. Sicher ist sicher. Und dann... Schauen wir mal, ob wir Vorlost ohne Truppen verteidigen können. Das wird jetzt nochmal richtig schwer. Weil er halt auch so viel Zeug hat. Sorry. In letzter Zeit bin ich immer so müde, wenn ich aufwache. Weiß nicht warum. Das ist echt schlimm. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Okay, das brauche ich. Das brauche ich. Das könnte nicht schaden. Tor auf. So, Tor auf. Wo ist denn die Schmiede? Hier. Ich könnte einen Katapult bauen, aber das bringt mir jetzt noch nichts. Deswegen tun wir das nicht. Ja. Das ist natürlich doof. Kann ich aber jetzt auch nicht ändern. Was willst du machen? So, ein paar Leute kommen raus. Wir können hier kämpfen. Vielleicht gewinnen sie die Schlacht sogar. Oder den Kampf. Ich glaub's nicht. Nee. Keine Chance. Die sterben weg wie nix. Macht aber nichts. Ist schon in Ordnung. Dafür haben wir jetzt hier Truppen. Ist auch nicht schlecht. Ist halt doof, dass er jetzt das Ding eingenommen hat, ne? So, hier kommt Troll. Oh Gott. Trolle. Ja. Gefährlich. Dann nehmen wir am besten die Speerschleuderer. Ich glaube, die sind am besten geeignet, um gegen die Trolle anzugehen. Beziehungsweise, ja, der Kamul muss weg. Und dann tötet es doch bitte nach Möglichkeit erstmal den Kampftroll. So. Aha, ein Baumeister. Den holen wir uns. Ich habe auch jetzt viel gelesen in den Kommentaren, immer wieder, also ist das viel, aber über die Zeit immer wieder mal, dass sich viele Leute wünschen, ich würde Isengard spielen, werde ich auch, nach Angmar spiele ich mit Isengard. Und ja. Ja, jetzt habe ich... Ach, meine Güte. Na gut, dann mach kaputt. Ist ja auch egal. So, macht's den Troll tot. So. Was? Das ist ja doof. Also wie gesagt, Isengard kommt noch. Aber ich muss erst Angmar fertig machen. Das nehmen wir wieder ein. Oh, da ist ein Eomer. Der ist nicht schlecht. Ich brauche einfach mehr starke Truppen hier. Da machen wir wieder zu. Da lasse ich den mit Sicherheit nicht rein. Kann der voll vergessen. Das ist sehr gut. Wenn uns das Gebäude gehört.
Okay. Ihr macht, was euch gesagt wird. Hört mir zu, ihr Mausbestarken. Bumm. Okay. So. Dann mal Axtschleuderer nehmen. So. Hier kommt's mal ganz nah daher. Dann müsste man hier mal ganz gut aufräumen können. So. Hier wird's knackig, aber das geht schon noch. So. Okay. Was gibt's noch? Ah ja, es gibt noch. Sorry. Mann! Diese Müdigkeit ist echt furchtbar. Weiß auch gar nicht warum. Ich hab das manchmal, das trifft jetzt hier hoffentlich nicht zu. Sicher kann ich mir da nie sein. Aber ich hab das entwickelt quasi leider. Wenn mich was wirklich nervt. Oder ich zu etwas keine Lust habe und es trotzdem tue. Lernen zum Beispiel manchmal. Oder etwas, wenn ich was lernen muss, wo ich mir denke, boah, das ist anstrengend, stressig, nervig, wie auch immer. Dann kriege ich übelste Gähn-Anfälle, könnte man quasi sagen. Wo ich wirklich am Gähnen und Gähnen und Gähnen bin. Weil mir dann mein Körper oder Unterbewusstsein oder wer auch immer sagen will hier, dann tu es doch einfach nicht. Aber hilft halt nichts, ne? Das ist so nervig. Ich weiß nicht, wie man das wieder in den Griff kriegen kann. Weil es wirklich schlimm ist. Und jetzt hier ist es halt einfach nur absolute Müdigkeit. Und nach dem Aufstehen. Und, ah ja, ich kann die Dinger noch rufen. Hier zum Beispiel. Und ich mache jetzt mal das Fenster auf. Frische Luft, vielleicht hilft das ein bisschen. Er ist halt ultra nervig. Jetzt bin ich nur hier gerade voll unter Stress. Oh Gott. Die Riesen werden mir nicht viel helfen. Das Problem ist halt für mich gerade. Oh Gott, ja. Instant Tod, super. Manchmal ist es besser, etwas nicht zu rufen. Aber wie auch immer. Nachdem er mich bis jetzt noch nicht besiegt hat, würde ich mal sagen, dass das eigentlich ganz gut ausschaut. Die Grabunholde machen da ganz guten Job. Es ist halt gerade übelster Winter, ne? Und das heißt, es ist kalt. Wir haben jetzt gerade so minus 12, minus 20, keine Ahnung was gerade, also ziemlich kalt. Und ich hocke hier im T-Shirt. So, jetzt könnte ich mir einen Pulli anziehen. Aber aus Gründen, die ich nicht näher darlegen werde, mache ich das jetzt nicht. Oder möchte ich das jetzt nicht machen. Also, der Pullilose hockt im Winter mit geöffneten Fenstern. Das Fenster ist direkt da, also direkt nebendran. Habe ich euch das mal gezeigt? Nee. Aber direkt nebendran hockt es halt. Boom. Ja. Was für ein Mist, ne? So, gleich kommt der Wolf. Und diesmal können wir ihn tatsächlich auch benutzen, weil da eine Festung gebaut wird. So. Wolf. So. Was macht der? Verschlingung. Besiege die markierte feindliche Infanterie. Okay. Wehklagen. Betäubt. Und dann Ruf des Rudels. Ah ja, der kann Wölfe rufen. Dann mach mal. Ach, das ist wie der Flammendings vom Balrog. Ah, okay. So, der ist geflogen. So, ein Feind wurde vernichtet. Fehlt nur noch einer. Da unten ist der Baumeister. Los, Wolf! So, wo ist der? Da ist der Baumeister. Mach kaputt. Komm. Mach kaputt. Mach schön kaputt. Mach kaputt. Schön. Braves Wolfi. Ja, so schlecht ist er gar nicht. Ist auch nicht so super, aber ist nicht so schlecht. Ich finde den Balrog immer noch am stärksten. Gegen Gebäude und Zeugs. Und gegen Armeen ist er auch nicht schlecht. So, dann gehen wir da noch rein. Das müsste Bruchtal sein. Ich will Down Lord Lorien sagen, aber das stimmt halt ums Verrecken mal gar nicht, ne? Also von dem her. Meh. Meh. Jetzt hatte ich gerade ein Codewort vorhin. Wollte noch ein bisschen warten. Jetzt fällt es mir nicht mehr ein.
Ich glaube auch nicht, dass es mir nochmal einfallen wird. Aber es war kein schlechtes. Das ist das Ding, es war kein schlechtes Codewort. Aber es fällt mir nicht mehr ein. Jetzt lass mich mal über... Ah, nein. Okay, ich hatte zwar ein Codewort, das mir jetzt nicht mehr einfällt. Es gab aber noch eine Sache, die ich... wo ich... ganz... unbedingt... mich bedanken wollte. Und zwar, vielleicht habt ihr es schon gemerkt. Zumindest habt ihr es noch nicht in den Kommentaren geschrieben. Ist noch nicht eure Aufgabe. Ihr sollt bloß unterhalten werden. Und ein bisschen aktiv in der Community sein, die wir haben. Das wäre ganz schön. Ja. Genau. Ich wollte Danke sagen. Nämlich Danke. Wir haben zusammen, beziehungsweise ihr habt, ich habe dazu nicht so viel getan, denn ihr müsst das machen. Ihr habt, und dafür bin ich dankbar, die 300 Subscriber-Marke überschritten. Ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist. Aus Gründen schaue ich da nicht täglich nach. Ich habe das nämlich mal gemacht, dass ich täglich nachgeschaut habe. Und dann war ich über jeden Sub, den ich verloren habe, wieder angenervt. Und es hat mir nicht gut getan. Und das habe ich schon öfter erklärt, warum das nicht toll ist. Ihr seid keine Zahl, ihr seid Leute und so weiter. Das ändert sich auch nicht. Soll sich auch nicht ändern. Und weil sich das am Ändern war, von meinem Denken her, wo ich täglich geschaut habe, schaue ich nicht mehr nach. Ich gehe auf meinen Kanal nur noch über die URL, also über die Webadresse, nicht mehr über den Button klicken zum Kanal, weil dann sehe ich die Abos und dann sehe ich es und dann bin ich automatisch entweder froh oder enttäuscht. Will ich nicht. Also gucke ich einmal die Woche irgendwann mal nach, wenn ich denke, ja, okay, ich traue mich mal zu klicken. Und tatsächlich... Ah, jetzt nimmt's doch da, macht's doch da mal kaputt. Und tatsächlich statt bloß 297, bloß, ne, das nicht falsch verstehen bitte, waren das dann 300 noch was, 305, 309, irgendwie sowas. Und da war ich dann echt überrascht und auch ziemlich glücklich. Also das hat mich sehr gefreut. Und da wollte ich einfach mal Danke sagen. Vielen, vielen Dank für jeden, der abonniert hat. 300 Leute, das sind keine Millionen, aber es ist trotzdem eine große Zahl. Also, vielen, vielen Dank dafür. Und dann danke ich jetzt auch mal dem... Soll ich jetzt den Namen sagen? Ich weiß nicht, ob er das will. Ich nenne jetzt einfach mal beim Namen. Den Nachnamen lasse ich weg. Er weiß, dass er meint es. Und ich glaube, er hat nichts dagegen, weil er schon mal auf dem Channel war. Ich danke jetzt also auch dem Adrian für seine Hilfe mit den ganzen Thumbnails, den Bildern, den Overlays und, und. Ohne das wäre ich nämlich jetzt auch nicht da, wo ich bin. Und der Channel täte nicht so gut ausschauen, wie er ist. Und ich weiß, ich muss mich mehr darum kümmern, die Thumbnails zu machen und die Videobeschreibungen. Es ist halt einfach der Teil von YouTube, genauso wie das Video bearbeiten. Das ist halt der Teil an YouTube, der mir nicht so viel Spaß macht. Also schiebe ich das immer ewig. Ja, ist jetzt nicht das Tollste, aber so ist es nun mal. So. Kann man jetzt die Schlacht noch gewinnen hier irgendwie? Vielleicht, maybe, ein bisschen, ja. So. Wolfi rudelt's. Und los geht's. So. Könnte die Mühle... Ne, die wird fallen. Dann warten wir jetzt, bis wir sie neu aufbauen können. Na los. So. Jetzt kannst du. So, haben wir es jetzt. Okay. Dann müssen wir das jetzt gleich gewonnen haben. Dann sind wir fertig. Es wird sehr kalt in meinem Zimmer, aber ich bin immer noch müde. Also. Pech kommt. So. Elrons Haus wird auch vernichtet. Instant Repair, sehr schön. Verzögert das Unvermeidliche bloß.
Hier schon ein großes Haus, ne? Ich tät das nicht putzen wollen. Hätte ich echt keine Lust zu. Zurück an die Arbeit. Da hätte ich wirklich keine Lust zu. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, gewonnen. Nett. Sehr nett. Na gut. Haha, 43,33. Gute Ratio. So. Perfekt. Also das läuft richtig gut. Jetzt muss ich dann nur noch gucken, wie ich sie vernichte und dann sehen wir schon. Also, läuft, läuft. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.